Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 21 Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Schön, dass ihr mit am Start seid. Jawolski, wir werden uns heute nochmal die letzten Serie A-Tot-Spiele abholen, weil heute Abend, auch gut, für euch ist das Ligue 1 schon Tots draußen. Ich nehme das hier einen Tag im Voraus auf, weil ihr seht, das Ligue 1 Tots kommt jetzt heute Abend und für euch ist es schon draußen. Genau. Ob ich dann auch heute dazu livestream, ist immer noch unsicher, Freunde. Ihr müsst abwarten, weil eventuell gehe ich nochmal raus beim schönen Wetter. Wie gesagt, ihr werdet es dann sehen, wenn ich live bin. Bin ich dann live zum Ligue 1 Tots? Wenn nicht, dann halt erst nächsten Montag, Freunde. Genau. Ihr seht, ich habe 8000 Gems. Ihr fragt euch jetzt, woher hast du die? Freunde, die VIP-Angebote und aktualisiert, also hier diese für FIFA Points. Ich habe mir einfach mal hier auf Welle, Melle schnell hier diese 5K und die 2,5K noch geholt. Für 1500 V-Bucks. Mann, genau, jetzt habe ich es. Habe ich mir geholt. Genau, die hole ich mir eigentlich immer. Ich habe jetzt 8000. Was mit den anstellen? Mal gucken. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt gleich noch ein paar Spieler abholen, habe ich ja gesagt. Die letzten Serie A-Tots-Spieler. Und dann kommt ja, wie gesagt, das Nick. Oh, und dann das U-Tots, Freunde. Das wird wild. Wir ziehen Spieler Cavani, okay? Edinson Cavani von Man United. Ja, nehme ich mit. Wir können mal durchklicken. Serie A habe ich, glaube ich, alles durch, ne? Kann ich nichts mehr abholen? Nee, gar nichts mehr. Genau, Bundesliga wollen wir immer noch Neuer haben. Da habe ich, glaube ich, wieder ein paar Tickets. Jawohl, wir haben Tickets, Freunde. Das heißt, Road to Neuer. Neuer kommt immer näher. Und er bringt auch noch so um die 11, 12 Millionen. Das schmeckt, Freunde. Das schmeckt auf jeden Fall. Genau. Also Neuer wird dann auch bald am Stüsselpubil sein. Und genau, Freunde. Jawohl, es geht. Zack, zack. So, ich brauche jetzt hier, wie gesagt, nur noch 450 Punkte, dann habe ich Manu Neuer. Sehr nice, Freunde. Sehr nice. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier ins Special, weil da habe ich jetzt noch ein bisschen gezockt. Und ich kann mir jetzt hier einen aussuchen. Entweder Tadic oder Bakambu. Ich glaube, ich nehme einfach mal Tadic mit. Ist eigentlich egal. Beide bringen eigentlich, glaube ich, gar nichts. Ich nehme jetzt einfach hier Tadic mit, Freunde. Let's go. Bam, bam. Pack kommt nicht. Da ist, wie heißt er mit Vornamen? Sieht man gar nicht. Tadic. Ist am Start, Jawolski. Können wir gleich mal gucken, wie viel der Wert ist. Und wir holen uns jetzt noch De Vrij ab, oder wie der heißt. De Vrij habe ich die SBC schon vorbereitet. Ich nehme immer die Spieler, die ich für Special benutzt habe, haue ich immer da rein. Und dann halt noch ein paar andere Spieler. Und dann mache ich halt immer die SBC, weil man kriegt am Ende halt nochmal 1000 Skill Boost. Die nehme ich mit, Freunde. Den Spieler nehme ich auch mit. Kann man zwar nicht verkaufen, aber ich nehme ihn einfach trotzdem mit, Freunde. Ich drücke drauf. 3, 2, 1. Abfahrt, Freunde. Und boom. Da ist Stefan De Vrij. Ich nehme ihn einfach mit. Aber am geilsten finde ich halt hier die 1000 Skillboosts, die man noch bekommt. Die finde ich, lohnen sich eigentlich schon. Ah, schade. Wir können hier leider kein Dings upgraden. Kein Skilly. Genau. Kurz gucken. Tadic. Aber der wird nichts wert sein, Freunde. Der wird safe nichts wert sein. Wo ist er denn? Da hinten. Ja, 200k. Wie viel bringt der noch? Ja, Freunde, ich warte nochmal. Vielleicht steigen die ja nochmal. Mal gucken. Ich warte auf jeden Fall nochmal. So. Ich würde sagen, wir spielen hier nochmal ein schönes Liga-Turnier. Habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Genau, machen wir mal jetzt hier. Gegen den 7. Das sollte mir eigentlich easy gewinnen, glaube ich, Freunde. Also an alle Liga, an alle aus der Liga, Push, Freunde, das sollten wir gewinnen. Osvaldino, okay. Osvaldino. So, wo ist er? Hier ist er, 136, okay. Da sollten wir eigentlich, ja, vielleicht sogar die 20 Tore schaffen, ne? Weil 135, 136 ist nicht so, er hat auch so viel Chemie wie ich, aber von der Guess her sollte es eigentlich schon machbar sein, ne? Ich würde sagen, let's go, rein da. So, erstmal rüber. Xavi, komm. Sehr wohl. Er ist dabei. Sitzt. Ist immer wichtig. Gutes Omen, wenn der erste Ball sitzt. Weil wenn man so die ersten zwei, drei Chancen verkackt, dann ist das Spiel eigentlich schon komplett gelaufen. Also nicht komplett gelaufen, aber dann, ja, ist man ein bisschen deprimiert und so. Ihr kennt es wahrscheinlich. Also so ist es halt bei mir sehr, sehr oft. Aber ich denke mal, bei euch ist es auch so.
So, Baller, komm, 5-0. Jawohl, wir machen hier 5 Tore nach 7 Minuten. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wir sind sehr gut im Fahrwasser. Also die 20 Tore sind auf jeden Fall jetzt drin. Ne? Die sind auf jeden Fall jetzt drin. Ich freue mich, ich bin auch gespannt, welche Event-Icon bei League of Legends. Gut, ihr wisst es ja jetzt schon. Wie gesagt, ich das Video vorproduziert, aber für mich halt jetzt. Weil ich nehme es, wie gesagt, am Donnerstag auf und ich weiß es nicht. Bin ich mal gespannt. Wenn es vielleicht eine EV-Event-Icon ist, vielleicht hole ich mir die. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Mal gucken. Ich werde mir auf jeden Fall, wenn ich morgen, also wenn ich heute live streame, so verwirrend, wenn man im Voraus aufnimmt, wenn ich heute live streame, dann werden wir uns natürlich auch die ganzen Spieler abholen. Ich werde mir den League On Pass auf jeden Fall holen. Den werde ich mir holen, ganz klare Sache. Und wir würden ja dann die 294 abholen. Den 96er kriege ich noch nicht, weil ich will mir den Pass jetzt auch nicht durchkaufen. Könnte ich mit meinen Gems, aber nee, will ich jetzt nicht. Ich will mir das ISR spielen. Von daher würde dann der 96er erst etwas später am Start sein. Aber die 294er könnten wir uns auf jeden Fall dann abholen und auch verkaufen, wenn ich, wie gesagt, live gehe. Und wir könnten natürlich auch Reserve-Packs, weil da habe ich 9 Stück. Da könnte ich auch nochmal 5 raushauen. Und genau, so eigentlich wie immer. So wie bei jedem TOTS habe ich ja immer 5 Packs geöffnet. Und genau, mal gucken, Freunde, mal gucken. Wir lassen uns einfach überraschen, ob es morgen klappt. Wenn nicht, wie gesagt, am Montag. Und ja, das ist auch nicht schlimm, weil das ist ja dann nur Samstag, Sonntag und dann Montag wäre ich ja dann live. Genau, so 18 Tore, jawohl, die 20 Tore sind auf jeden Fall drin. Und was gibt's? Elfmeter, okay, okay, okay. Okay, Elfmeter, Beckham, jawohl, gut, gut. 19, oh komm, den Lüpfen mal ganz frech, den Lüpfen mal ganz frech. Ja, okay, das war dumm von mir, ich habe gedacht, der geht rein, Douglas. Messi, ja moin, Ballack, jawohl. 20 Tore, Freunde, so muss es, Levi nochmal hier, zack, zack. Ja, das könnte sogar ein richtig guter Zug werden, wenn ich die ein oder andere Chance noch mehr genutzt hätte vorhin, zum Beispiel der Lupfer von Douglas. Ja, dann wäre das hier ein richtig, richtig wilder Zug, ne? Ja, 24 Tore maximal. Ah, okay, das muss ich jetzt gut ausspielen. Ah, Robert Lewandowski. Komm, dein Finest ist krass. Schade. Leider. 23 Tore ist trotzdem wild, Freunde. 23 Tore ist trotzdem wild. Ich würde sagen, das hat's gemeinsam mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Ist alles kostenlos. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und so waren, Freunde. Jawohl, wir sehen uns dann entweder jetzt im Livestream wieder oder dann halt morgen. Mal gucken. Wir sehen uns. Haut rein und ciao.